Willkommen auf meinem Kanal, es geht weiter mit Pioneers of Olivetown und ich bin hier gerade im Museum und kann jetzt was spenden, denn ich habe alle meine Beutel mal öffnen lassen, die ich hatte. Und ich meine, es war ein Schatz dabei. Genau, das antike Monument und das habe ich dreimal. Dann kann ich die anderen beiden verkaufen. Vielleicht bringt das auch ein bisschen Kohle. Wäre ganz nett. Packen wir einfach mal... Ne, dann machen wir hier oben weiter. Dann machen wir einfach hier weiter. Jo, zack. Sehr schön. Ja, habe ich doch gerne gemacht. Okay. So, dann gehen wir kurz nach Hause. Ach, Quatsch. Quatsch, noch eine Runde. Bald findet wieder das... Ach, die reden nur vom Feuerwerk hier. Na, Feuerwerk? Es ist Zeit für das Feuer. Ja, das Feuerwerk. Feuerwerk, überall nur Feuerwerk. Das ist ein Tourist, mit dem brauchen wir unbedingt reden. Aha, Markus ist derjenige, der die Raketen vom Meer abschießt. Okay. Da bin ich mal gespannt. Das ist jetzt auch... Ist das morgen schon? Moment mal. Hat nicht heute jemand Geburtstag? Ja, gießen wir mal die Steine ein bisschen. Und dann schaue ich mal, ob heute jemand Geburtstag hatte. War das nicht so? Ah, siehst du, guck mal. Der Ralf, stimmt. Hatte ich dem schon was geschenkt? Ich glaube nicht. In der letzten Folge. Jetzt muss ich mal kurz ein Blümchen finden. Aber ich glaube, ich habe noch eins in der Verkaufskiste. Ja, genau, das holen wir gleich mal raus. Könnt ihr auch einen Ring schenken? Oder mach ich lieber nicht. Und ich habe tatsächlich eine Blume hier reinstecken können. Die Sonnenblume. Habe ich gefunden hier. Und ja. Damit habe ich das jetzt hier gefüttert. So, ich könnte mal das hier wegmachen. Das ist irgendwie auch ein bisschen komische Form irgendwie. Dann machen wir das mal alles weg. Dann kann da zumindest wieder Bäume wachsen oder Gräser. Ja, und ihr habt es in den Kommentaren ja geschrieben. Es ist wohl so, dass man diese großen Löcher, wo man das Wasser abpumpt, nicht schließen kann. Das finde ich ein bisschen schade irgendwie. Also das läuft dann beim nächsten Regen wahrscheinlich wieder voll Wasser. Und dann kann ich es jedes Mal leeren. Krieg wahrscheinlich jedes Mal so eine Kiste, aber naja. Ich weiß nicht, Ich würde sie lieber zuhaben, ein bisschen mehr Fläche. Aber gut, ist halt nicht. So, der Ralf, wo ist er denn? Ralf, da oben ist er. Im Wald, na klar. Er feiert seinen Geburtstag natürlich im Wald. Er mag bestimmt blaue Zauberblume, 100 Pro. Ja, guck mal, die Geburtstagsgäste gehen jetzt gerade. Und dann suche ich mal den Ralf. Wo ist er denn? Jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr hier. Da schauen wir doch mal nach. Doch, der muss hier sein. Hä? Hallo, Ralf? Wo steckst denn du? Ach, da ist er. Überreichen. Bitteschön. Stimmt, ich habe heute wirklich Geburtstag. Vielen Dank für das Geschenk. Puh, der hätte das fast selber vergessen. Okay. Ja, sehr schön. Dann ab nach Hause. Die Blume noch verkaufen. Ich würde ganz gerne, aber die haben schon alle zu, ne? Jawohl, das wäre doch ein Werkzeugladen. Ja, jetzt haben die auf jeden Fall zu. Warte. Ah, verdammt. Jetzt schon Feierabend. Ich hätte noch ganz gerne meine Taschen erweitert. Ich glaube, ich würde meine Taschen gerne erweitern. Aber nun wird es langsam Zeit fürs Bettchen. Die Blumen habe ich gegossen. Letzte Folge habt ihr es ja gesehen. Ich habe die ganze Zeit vergessen, die Blumen zu gießen. Das habe ich jetzt nachgeholt. Ich könnte jetzt noch ein paar Pilze an den Baum daran bringen. Ich glaube, ich habe noch. Ja, nee, doch da. Genau. Ich habe ja noch Haustierleckerlis. Das ist ein Ding. Und 5 mysteriöse Köder. Könnte ich auch mal nutzen. Aber erstmal bringen wir hier was an. Pflanzen. So, Schnurzilla, bist du noch da? Oh, bist du noch draußen? Ja, da ist er. Hier. Ein Premium-Leckerli. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum gibt man den Leckerlis? Ich meine, es bringt ja nichts. Also, ja klar, Leckerlis an sich schon, aber warum Premium halt? Also, warum soll ich den besseren Leckerlis geben? Macht gar keinen Sinn. So, dann gehen wir mal irgendwo hin. Zum Angeln. Kann man ja hier auch angeln? Nein. Also ich muss bloß einfach die Angel rausholen. Weil ohne Angel kein Angeln. Das macht Sinn. So.
Ja, hier vorne ist leider das Loch. Ist noch leer jetzt. Aber wenn es mal regnet, ist wieder voll. Schade. Und hier sind meine Blumen, mit denen ich was vorhatte, aber was nicht funktioniert. Deswegen habe ich die Felder auf hier weggekloppt. Ah, ich finde es schade. Ich werde mal sehen, vielleicht mache ich es anders. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich könnte das jetzt alles mitnehmen in die Blumen, aber das will ich nicht. Ich brauche ein bisschen Platz für Fische. Und Austern, so wie es aussieht. So. Festigen. Okay. Und los. Oha. Alter Schwede, was ist das für ein Brocken? Krass. Oh. Was hat denn da angebissen? Okay, das war krass. Da hätte ich nur bei Blau eigentlich kurbeln sollen. Weil selbst bei Weiß ging das ja schon schnell runter. Alter Schwede. Was beißt denn hier an? Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Boah, das geht jetzt wirklich im Schneckentempo. Also das war Weiß, kann ich nicht kurbeln. Weil das dann auch schon zu schnell runtergeht. Ja, okay, es dauert dann auch zu lange, ne? Oh, was? Weiß jetzt immer nur so ein Fisch hier an? Das ist ja heftig. Da brauche ich schon eine bessere Angel wahrscheinlich. Wie schnell das runtergeht. Bei Weiß schon. Abnormal. Den kriege ich ja nie raus. Ja, das geht viel zu schnell runter. Ja, kann's vergessen. Kann's vergessen. Die sind zu heftig gerade, die Jungs, die hier beißen wollen. Komm, ich zieh mal hier einen raus. Geht das nicht? Nee, geht nicht. Schade. Oder? Doch, geht doch, ne? Ja, warte, halt. Oder hier aus dem Tümpel? Angeln wir da mal was raus. Okay, der ist ein bisschen humaner. Den kriegen wir, den kriegen wir. Und ein Prachtfisch, natürlich ein Prachtfisch. Hab ich noch Köder? Ich muss noch welche haben, ne? Ja, ein. Dann angeln wir noch einmal. Da ist der Köder weg. Und wahrscheinlich nochmal ein Prachtfisch. Ja, war klar. Es war so klar. Na gut, zwei Prachtfische. Dann werde ich mal ab ins Bettchen. Oh, es war schon wieder 22:30, meine Herren. Meine schöne Energie. Ah, wobei, gut, das Wetter wohl auffüllen, das bisschen. Das kriegt er wohin, wa? Ja, verkaufen wollte ich die noch. Jo, das war's auch schon. Okay, ab ins Bett. Und ist dann morgen das Feuerwerk? Ich darf das nicht verpassen. Tatsächlich, morgen ist das Feuerwerk. Hört mal ab ins Bett. Von der Seite bin ich nur nie ins Bett. Naja, immer mal was Neues. So, ein bisschen Geld gab's auch. Und dann könnte ich... eigentlich... erstmal Schnurzel erwecken. Hoffen, dass gutes Wetter ist heute. Sehr schön. Feuerwerk bei klarem Himmel.
Ja, dann holen wir jetzt erstmal. Ne, kann noch nicht enden. Dann holen wir immer die Tiere raus, wie immer. Dip, dip, dip. Beziehungsweise erstmal die Erzeugnisse einsammeln. Dann streicheln. Und dann rauslassen. Ok, ok. Die brauchen immer wieder ein bisschen Platz. Man sieht ja gar nichts. Moment. Ach, gleich viel besser. Gut, hier noch ein bisschen was weg. Dann, wenn ich das, also wenn ich es treffe. Ja, jetzt kommt es weg. Okay. Jo. So, nee, da kann ich die Glocke nicht läuten. Hier geht's. So. Alles raus. Da muss ich mal die Blümchen gießen. Damit die noch wachsen. Weil sonst habe ich ein Problem. Dann wachsen diese Saison vielleicht gar nicht mehr. Ja, so viel macht die Gießkanne jetzt gerade. Die Goldgießkanne wird dann wahrscheinlich noch ein Feld mehr haben. Oh. Aber das kann ich zum Glück auch hier machen. Das ist natürlich wiederum gut. Schön. Das war das, okay. Ich denke mal, ab 10 komme ich hier raus. Ich werde wahrscheinlich jetzt gar nicht das Gelände verlassen können. Ah, ich werde nochmal ein bisschen Holz hacken gehen. Bisschen Holz hacken. Das wird auch das nächste Werkzeug sein, ne? Dass ich verbessere. Die Holzaxt, ja, die Axt. So. Oh, hier lohnt sich das richtig mal. Axt zu schwingen, warte mal. Ja. Ja, jetzt ist gut. 4 Bäume auf einmal. Jetzt oben wieder nicht mehr, aber man, schade. Kommt hier eigentlich noch... Oh, ich muss mal gucken, wegen Futter fällt mir gerade ein. Kommt hier eigentlich noch ein Gebiet? Ah, hier gibt es wieder Gold. Warte mal, das bauen wir gleich mal ab. Sehr gut. Das ist eine gute Frage, ne? Gibt es hier noch ein Gebiet irgendwie nachher, oder... Also es gibt ja im Wald, da gibt es ja so einen abgesperrten Bereich. Da kommen wir bestimmt auch immer weiter. Ja, da müsste jetzt robustes Holz haben. Boah, dauert das lange. Ich werde das echt verbessern müssen. Das ist ja schlimm.
Meine Herren. Ja, ich weiß, du bist bald fertig. Deswegen hast du dir jetzt ein Feuerwerk verdient. So. Noch ein paar Blümchen mit. Oh, habe ich noch Platz? Oh, das war knapp. Gerade so viel Platz für diese zwei Blumen noch. Okay, dann suche ich mir mal den Weg nach Hause, hätte ich bald gesagt. Zum Haus, ja, genau. Und dann geht's ab zum Feuerwerk. Hoffe ich. Vielleicht kann man auch erst zu einer bestimmten Zeit hin. Also mittags ein Feuerwerk wäre jetzt irgendwie nicht so gut. Okay. Den Rest bringe ich auch noch mal kurz unter. Wobei, ja doch, warte erstmal. So, mache ich mal ein bisschen was aus biegsamem Holz. Rustes und hartes Holz. Okay, dann ja, gehe ich los, komm. Dann wollen wir mal gucken. Feuerwerk. Das Boot ist soweit fertig. Wir zünden die Raketen bald. Klingt gut. Danke für die Hilfe, Markus. Wie immer. Ich mache ja nicht wirklich viel. Ohne diese Vorrichtung, die du für uns gebaut hast, könnten wir dieses Baby gar nicht abschießen. Buenas noches, Casual. Heute Abend veranstalten wir ein grandioses Feuerwerk. Stimmt. Wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, solltest du ein bisschen Zeit mit ihm oder ihr verbringen und dir das Feuerwerk ansehen. Gut, das Feuerwerk soll bald anfangen. Ich muss mich auf den Weg machen. Ich wollte gerade sagen, wäre vielleicht besser gewesen, erst hier nachts zu kommen, aber ich denke mal, dass nachher dann Nacht vorgespult wird. Das Feuerwerk ist ein ausgelassenes und beliebtes Sommerereignis in Olivingen. Wenn du jemandem nahestehst, könnt ihr euch das Feuerwerk gemeinsam ansehen. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn du dir alleine einen schönen Abend machst. Rede einfach mit Nigel, wenn es losgeht. Ah, siehst du. Dann ist wahrscheinlich Nacht. So, jetzt schauen wir erstmal, sind jetzt alle hier? Ah, ja. Alle sind hier. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch wirklich alle erwische diesmal. Ja, guck mal, hier steht schon wieder jemand abseits. Feuerwerke sind wundervoll. Man fühlt sich, als wäre man in einer anderen Welt versetzt worden, in der es keine Sorgen gibt. Bin mal gespannt, ob er bei der noch rauskriegt, warum die immer ein bisschen abseits steht. Meine Schwester freut sich schon darauf zu sehen, was für Raketen dieses Jahr verschossen werden. Feuerwerk ist ein Spektakel, aber es vergeht so schnell, wie es kommt. Wenn du mich fragst, ist das Teil der Magie. Ist auch Teil des Geldbeutels. Selbst diese riesige Menge hört man nicht mehr, wenn das diese riesige Menge hört man nicht mehr. Achso, wenn das Feuerwerk losgeht. Ich finde das total super. Diese Vorfreude allein macht irgendwie Spaß. Dann schaue ich hier nochmal nach. Nicht, dass hier irgendjemand rumdümpelt. Nee. Okay, weiter geht's. Das Feuerwerk dieses Landes kann es mit dem meiner Heimat aufnehmen. Hitze und Farbe verschmelzen zu brillanter Harmonie. Das Schönste an einem Feuerwerk ist das lautes Krachen, das einem durch Mark und Bein geht. Dosetsu und ich haben gerade darüber gesprochen. Wenn ich mir das Feuerwerk ansehe, kommen mir dabei immer wieder kurze Erinnerungen an frühere Sommer in den Sinn. Okay. Oh, Captain. Ich amüsiere mich lieber, indem ich allein alle anderen beobachte. Ah, okay. Glaubst du, das laute Feuerwerk macht den Tieren Angst? Ja, grundsätzlich macht so ein Feuerwerk schon den Tieren Angst. Wo die erste Rakete wohl explodieren wird?
Mickey wurde von einem Moskito gestochen. Ich schwöre dir, mit ihm gibt es immer nur Probleme. Wo ist Cindy? Ach, wenn sie nicht bald auftaucht, schaue ich es mir alleine an. Man hört es erst ein paar Sekunden später knallen, wenn man das Feuerwerk sieht, oder? Ich mag diesen Augenblick der Spannung. So, hier sind noch ein paar Strandbesucher. Ui, was ist denn heute los, Sommer? War das schon immer so viele Leute? Meine Herren. So, hier noch irgendjemand ohne Fahrschein? Ach, Mann. Weh mir, wo sind nur all die nötigen Häppchen? Ach, der Götz, der singt immer nur ans Essen. Ich frage mich, was für neue pyrotechnischen Tricks Nigel dieses Jahr aus dem Ärmel zieht. Früher hatten wir nur ein paar mickrige Raketen, aber heute ist das ja eine richtige Show. Es fängt bald an, also lehn dich zurück und genieße es. Wir warten nur noch darauf, dass die Show beginnt, aber ich bin so aufgeregt, dass mir fast das Herz in der Hose... Das Herz in der Hose zerspringt? Ich habe es nicht richtig gelesen, glaube ich. Welches Nahrungsmittel passt denn zu einem Feuerwerk? Vielleicht Brausepulver? Vielleicht auch nicht. In ein paar Minuten explodiert der Himmel in allen Farben. Ich bin so aufgeregt. Als Kind war ich immer unglaublich enttäuscht, wenn das Feuerwerk vorbei war. Ja, das stimmt schon. Das Beste am Feuerwerk ist definitiv das Bumm, das über den ganzen Himmel schallt. Ich finde das Feuerwerk toll. So viel Flair. So viel... Was? Panacci? Ich bin schon ganz gespannt darauf. Feuerwerke sind wundervoll, oder? So, wir beide nochmal reden. Ich werde das beste Feuerwerk überhaupt zeigen. Okay. Ach, hier sind ja noch mehr. Funkensprühendes Feuerwerk, das wie gewaltige Blüten am Nachthimmel erblüht, schlägt mich immer in seinen Bann. Nigel stellt die Raketen her und Markus zündet sie. Sie sind beide sehr talentierte Männer. Alle lieben Feuerwerk, ich auch. Okay. Ist hier noch jemand? Nö. Juhu, alle sind gut drauf. Das ist für ihn das Wichtigste. Ist es ja auch. Jetzt geht's jeden Moment los. Ja, das entscheide ich, wann es hier losgeht. Ich wünschte, ich könnte Markus mit dem Feuerwerk helfen. Papa zündet die Raketen von seinem Boot aus. Irgendwann mache ich das vielleicht auch. Ich frage mich, was für Feuerwerk Nigel dieses Jahr gemacht hat. Das finden wir bestimmt ganz bald heraus. Ja, das finden wir gleich heraus, das stimmt. Hat Mickey sich dazu entschlossen, es sich mit Blair anzusehen? Also ich habe mich entschlossen, es alleine anzusehen. Ein Sommer ohne Feuerwerk ist kein richtiger Sommer. Ich vibriere vor Aufregung fast aus meinen Socken. Ich vibriere? Aus den Socken? Habe ich auch noch nie gehört. So, Nigel, los geht's. Ich starte bald das Feuerwerk. Hast du ein gutes Plätzchen zum Zusehen gefunden? Natürlich. Schön, jetzt ist aber langsam Zeit, dass ich hier loslege. Ah, Feuerwerk. Ich muss es mir alleine angucken. Naja. Vielleicht nicht für immer. Vielleicht in der nächsten Saison schon nicht mehr. Wer weiß. Das war aber wirklich sehr kurz. Ein wirklich sehr kurzes Feuerwerk. Aber gut. Jetzt muss ich auch wirklich schnell ins Bett. Dim, dim, dim. So, Schnurzeller, leg dich hin. Wir schlafen. Die Knallerei ist vorbei. Und der Sommer auch bald. Ja, ein bisschen was verkauft. Sehr schön. Ding dong. So, was haben wir denn heute vor? Haben wir was vor? Aha. Guten Morgen, Casual. Ich habe neue Ideen für unser Dorfprojekt und wollte als erstes dir davon erzählen. Ich weiß, dass wir so etwas schon einmal gemacht haben. Aber ich denke, aus unseren Straßen und Laternen können wir noch mehr machen. Der Plan sieht so aus. Wir sammeln von allen Bewohnern Ideen zum Thema unser schönes Olivingen. Das wird in aller Munde sein. Ich freue mich schon darauf, wie unsere Infrastruktur aussehen wird. Dir geht es sicher genauso.
Alle nötigen Informationen stehen am Anschlagbrett. Ich überlasse diese Aufgabe deinen kompetenten Händen. Okay, ich darf wieder aushelfen. So, es steht natürlich nicht. Doch. Ja, Markus hat Geburtstag. Na, das ist ein Ding. Markus hat Geburtstag. Schnurzilla wird geweckt. Und dann schauen wir. Okay, es regnet. Das heißt, ich brauche nicht gießen. Das ist schon mal sehr gut. Machen wir das ganze Holz hier raus. So. Das Holz. Wir nehmen das Gold mit. Die ganzen Barren. Silber brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ja, das Erz eigentlich schon. Das hätte ich gleich reinstecken können wieder. So, nee, da passt nichts. Okay, erstmal alles verstauen. Wobei ich natürlich die Dings behalte. Die Bretter, ich weiß nämlich nicht. Also das Bauholz, weil ich nicht weiß, was Clemens braucht. Aber der könnte heute auch zuhaben. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Das kann schon sein. Die Ringe. Ja, weil da auch schon vier. So, da muss ich nochmal kurz bei den Tieren vorbeischauen, dass ich das ja nicht vergesse. So. So, wie sieht es denn bei euch mit dem Futter aus? 4 von 10, okay. Ja, muss ich bald mal auffüllen. So. Die dicke Wolle wegschneiden. Hast du gerade geschobst? Oh, okay. Ja, heute ist leider nichts mehr rausgehen. Weil das Wetter ist leider sehr, sehr, sehr bescheiden. Auch wirklich leid. Dann schaue ich mal bei Clemens vorbei. Weil die Achse erweitern wäre schon echt ein Muss. Das muss sein. Ja, er fängt gerade an, das ist sehr gut. 8 Uhr wahrscheinlich. Werkzeug verbessern. Und zwar die Axt. Bestätigen. Jawohl. Sehr gut. Können wir noch was verbessern? Ich glaube nicht. Nee, ist alles. Oh. 150.000 kostet die nächste. Und dazu braucht man dann Oreichalkons. Oreichalkos-Axt. Oh, auch hier reicht halt Kostbarren. Ich wollte gerade sagen, das sind auch gar keine neuen Barren. Aber das ist kein Silber, leider. Okay. Ja, was brauche ich für die... Ja, okay, du brauchst... Ich brauche halt erstmal enorm Dings, ne? Taschen verbessern. Ja, komm, mache ich. Sehr schön. Jetzt hast du mehr Platz in der Tasche. Aber auch nicht mehr viel Geld im Portemonnaie. Nee, das war's erstmal, du. Jetzt habe ich, glaube ich, auch alle Taschenplätze, oder? Ich glaube, mehr gibt es gar nicht. Krass, cool. Komm, die Achse probieren wir noch mal kurz aus. Das will ich sehen. Ich hoffe, sie enttäuscht nicht. Eine Goldaxt. Da bin ich mal gespannt. Klar, man wird immer noch viele Male raufhauen, aber... Das will ich wahrscheinlich mit einem Schlag. Oh, wie groß! Alter, ist das riesig! Und die nächste Axt, was soll die machen? Die haut dann alles weg. Mit einmal. Wahnsinn. Läuft, würde ich sagen. Richtig gut.
Jawohl, berühmter Holzfäller, ja, da würde ich aber auch sagen. Ja, leider kann ich schon zufrieden sein. Aber jetzt kommt ja erstmal der Härtetest. Oh! Krass, die sind fertig. Ich wollte sagen, wieso wächst was in der Mitte? Habe ich gar nicht gepflanzt. Das hier dauert noch alles, aber zwei Blumen sind schon fertig. Richtig gut. Da könnte ich überlegen, ob ich nicht vielleicht nochmal was aussehe. Ein paar Tage haben wir ja noch, 5 Tage. So, das will ich hier mal ein bisschen. Oh! Nee. So, wo sind die anderen? Die mit den Blättern nach oben, hier. Ja, ich denke mal, also 2 Schläge werden es auf jeden Fall sein. Ja, okay. Schon noch ein bisschen mehr. Aber auch spürbar besser. Ja, brauchbar. Auf jeden Fall sehr brauchbar. Und, ja, nächste Folge geht es auf jeden Fall weiter. Ich muss ja irgendwann auch mal das Ding hier freischalten. Aber das wird schon noch eine ganze Weile dauern. Wo ist denn das jetzt, dieses Gewächshaus? Das braucht doch schon abnormal. Ja, Illusion. Ach, da brauche ich ja Orech. Ich glaube, wir müssen mal... Olivenkristall. Ja, ich glaube, wir müssen mal weiter in die Mine runter. Dass wir die Sachen finden. Das wird spannend. Vielleicht mal was zu essen machen. Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Nächste Folge wissen wir mehr. Seid gespannt. Ich bin's auch. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem... Na, hey. Ciao, ciao.